Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge in meiner Trainerkarriere. Das letzte Spiel war gegen Schalke, auch da gab es wieder eine Niederlage, ein 3:0 leider. Wir sind somit auf Platz 18 gerückt in der Bundesliga. Das heißt, wir haben jetzt nochmal wirklich sehr, sehr Druck gegen Sandhausen, was das Spiel sein wird, hier auf Platz 18. Da müssen wir 3 Punkte holen. Ich habe ein bisschen was verkauft, die Verkäufe werden alle abgeschlossen. So, dass ich auf ein paar Millionen Transferlös komme und mir davon auf jeden Fall wieder was Neues holen werde. Ich brauche ein verdammtes Upgrade. Entweder im Mittelfeld oder im Sturm. Ich überlege mir auch noch einen neuen Torwart zu holen, aber da nichts zu krasses. Aber Sturm oder so will ich schon irgendwas Cooles haben. Vielleicht sogar so Richtung Moukoko oder sowas. Hätte was. Wenn wir uns das dann leisten können, da müssen wir nochmal gucken. Aber erstmal ist die Konzentration jetzt natürlich auf den Regen hier im Stadion, lieben wir, auf das Sandhausen-Spiel jetzt, wo wir absolut gewinnen müssen. Aber sie sind Platz 8, wir sind Platz 13, also die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Motivation als wir hier drin im Spiel. Und das ist unser Problem. Ein bisschen was rotiert habe ich ja auch, unser Neuzugang Linksverteidiger habe ich jetzt erstmal ersetzt gegen Hertel für das Spiel, weil Hertel mir ja geschrieben hat, dass er unbedingt mal spielen wollte. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, komm, wir geben jetzt jedem die Chance. Wir haben eigentlich ja quasi gerade nichts mehr zu verlieren. Na, fuck, der kam nicht an, aber der kommt an. Na, komm ran. Sehr gut. Ja, der kommt direkt wieder nicht an. Ah, schade. Oh, wie kam da keiner ran jetzt gerade? Der geht rein. War aber auch sehr, sehr schwach von Mendel, muss ich sagen. Ich bin auch überlegen, ihn zu verkaufen, weil er war im letzten Spiel schon. Also, den kann man haben. 8. Minute direkt, also hier sind wir direkt hinten. Owusu, stark. Schade, haben wir eine Ecke? Ne, der war nicht noch, ich dachte, er war noch leicht dran, der Verteidiger. Aber anscheinend nicht. Schade, schade. Na, komm, sehr gut. So, kann Kühn noch ein bisschen ablaufen hier. Oder auch nicht. Ja, zumindest Einwurf, zumindest Einwurf. Das ist schon mal was. Kühn. Ach, fuck. Sehr gut. Nein, jetzt bin ich wieder, er rennt wieder mein Schussfeld rein. Sehr gut. Mal geklärt. Boah, ja, Brilla oder wie er heißt, gerade extrem stark, ist die letzte Spiele aber auch schon in der Abwehr. No, er schießt den IV an. Fuck, das wäre so ein schöner Volley-Schuss geworden. Der wäre auf jeden Fall straff aufs Tor gekommen, wie gut er dann wäre, keine Ahnung, aber der wäre auf jeden Fall Bums dahinter. Komm, geht's aus. Ah, fuck. Boah, der ist auch schnell hier. Der Bre. Boah. Boah. Rückfallzieher haut er den weg. Der hat richtig Bock, der Junge. Der hatte sowieso schon eine Stammposition in der IV. Hätte er sie nicht, hätte er sie spätestens heute bekommen. Falsche Anspielstation. Schade, der sollte eigentlich auf den anderen kommen. Auf den anderen Mann, der weiter vorne stand. Oh, Mendel, Fischchen aus der Luft, das war jetzt wieder stark. Das war jetzt wirklich wieder sehr, sehr stark. Ah, ich krieg den Laufweg, habe ich nicht hinbekommen. Fuck.
Darf nicht passieren. Sowas muss verwertet werden. Scheiße. Oh, ey, der hat Bock in der IV gerade. Oh, so einer. Oh, Nazarov. Barilla hat Geld bekommen. Fuck, warum ging der jetzt nicht rein? Habt ihr gesehen? Der war perfekt rausgespielt gerade. Nein, abseits wäre es so gewesen. Aber voll. Oh. Ja, sehr gut, Fandrich, aber der muss so ankommen, ja? Und das macht er halt nicht. Fandrich hat auch schon gelb. Ja, und der geht halt rein. Das ist so, Alter. Der geht rein. Zweite Tor. Mein Gott. Das kann man keinen erzählen, diese Gurkengruppe gerade hier, ne? Also, es ist wirklich. Also, eine spielen die ja gut, bis auf vereinzelte Leute. Ich muss sagen, Fandre spielt sie richtig gut, aber passen kann der Mann gar nicht. Der Wusi, komm. Hoffnungsträger, einer der wenigen. Wenn er mal Pace hätte, der ist auch durch jetzt schon. Ey. Ah. Barilla, ihr merkt ihr, der macht halt richtig mit. Ne, Fandrich hat keine gelbe Karte, habe ich mich vorhin irgendwie verguckt gehabt. Komm, renn. Ey, der IV ist schneller als mein Stürmer. Fandrich. Schade, kam hier rein der Ball. Vielleicht die Flanke. Okay. Da ist der Abpfiff. 1-0 zur Halbzeit. Ist wieder ein Ergebnis, wo ich jetzt nicht so zufrieden mit bin. Logischerweise natürlich. Könnte besser sein. Könnte ehrlich besser sein. Aber ich gebe es nicht auf. Wir ziehen es jetzt durch. Und wir werden hoffentlich gewinnen. Wir müssen gewinnen, Jungs. Wir müssen ein scheiß Tor erstmal machen, damit erstmal wenigstens der Punkt gesichert ist bis dahin. Was ist gesichert? Gesichert ist hier nichts. Ah, fuck, er kommt nicht mehr ran. Außerhalb vom Strafraum ziehen sie einfach drauf und machen wieder ein Tor. Es ist... Mendel, auch wenn er hier und da starke Aktionen hat, es reicht anscheinend nicht. Owusu! 1-3. Haben wir noch ein Ding. Come on, jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwie zwei Buden hinbekommen. So schwer, wie es klingt. Wenn wir einmal durchkommen, können wir auch noch zweimal durchkommen. Ja. Jonic. Wieso? Ah, fuck, konnte sich dort nicht mehr rausdrehen, schade. Da war ein Abwehrspieler zu viel da. Ah, Strauß, schade. Kappa ist jetzt bei Tottenham, sehr gut. Und jetzt kommt Kammerknecht, sehr stark. Auch auf Kammerknecht ist eigentlich immer verlassen in den Spielen gewesen.
der Wusi schwächelt oder auf der Seite, das ist gar nicht gut. So, schon mal gut, dass der Ball raus ist, das ist sehr gut. So. Nazarov. Ey! Du kannst den Ball doch nicht so drüber hauen. Die zweite Aktion, die wir so haben. Und ich glaube, vor uns war es auch Nazarov, der den Ball so rüber gehauen hat. Und meine Facecam macht wieder nicht mich scharf. Oder bin ich schon scharf? Nein, ich bin im Autofokus gefangen. Alter, wäre der jetzt reingegangen, dann... Jetzt hat sich, glaube ich, Autofokus gemacht wieder, ne? Mal gucken. Ja. Sehr gut. Ey. Kannst du keinen. Hat Mendel, war auch eine Foulaktion jetzt. So, komm, Kammerknecht. Zeig den Leuten mal, wo sie hinrennen müssen. Kühn. Komm, Kühn, du kannst rennen. Du kannst es auf außen so gut eigentlich. Und jetzt reinziehen. Und jetzt wieder runter. Owusu. Und drehen. Und Owusu. Und Owusu. 2-3 Owusu. Zweites Ding. Auf den Mann ist auch Verlass. Komm, eine Bude ist nur noch. Dann ist unentschieden. Eine. Vielleicht Owusu, Hattrick. Wäre doch Traum. Da haben wir einen Ball wieder bekommen. Und da haben wir ihn wieder verloren. Da haben wir ihn wieder bekommen. Owusu. Owusu macht denn? Owusu macht denn? 3-0 aufgeholt, Jungs. Hattrick Owusu. Oh, wir sind da. Wir sind so da. Wir sind so fucking da. Er rennt wirklich so bis zur letzten Kanne. Hau in volle Kanne rein. Keine Chance. Boah, 51, 65, 67. Komm. Wenn wir jetzt einfach uns mal zusammenreißen kurz, Jungs. Klingt doch gut. Sehr gut, Strauß. Alle spielen es mit. Das ist gut. Nazarov. Auf Strauß lieber, auf Strauß. Kühn soll ein bisschen vorrennen. Jetzt rennt Kühn nicht mit. Scheiße. Und jetzt sind wir mit. Jetzt haben wir den Ball wieder verloren. Fuck, Kühn, du hättest mitrennen müssen. Barilla. So gut, das ganze Spiel heute schon. Sehr gut. Strauß, komm, Rechtsverteidiger, komm mal mit vor. Die letzten Minuten, da kann man nicht viel falsch machen. Flanke, es klappte nie. Und, oh, nein. Jovic, wir können keine Flanken, ich check's nicht. Die kommen so gut an, aber sie machen einfach keine Flankentore. Komm, den ist noch abwehren. Den ist noch irgendwie behaupten. Kühn, schade. Oh, abseits, glücklich jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht doch nochmal eine gefährliche Aktion geworden wäre. Ich glaube nämlich schon. So, Diabusi. Ja, fuck. Oh! Jonic, scheiße. Fuck, jetzt passt auf, Jungs. Passt verdammt auf, bitte. Sehr gut, nein. Hau den weg. Hau den doch einfach weg. Oh. Ja, und den machen die jetzt noch rein. Na klar. Oh, und wieder so kurz, wieder alles umsonst jetzt. Owusu, mach mal hier ein Ego-Ding. Du kannst halt irgendwie gut Fußball spielen. Oh, der Rainbow klappt fast. Ah, fuck, jetzt waren zu viele IVs da. Hau den weg. Oh. Jetzt hätte ich gar nicht faulen müssen, weil der eine... Ah, wobei, gut. Wir haben den Vorteil abreizen lassen. Oh, Kühn. Ist es hin? Nein. Komm raus! Scheiße. Wir waren noch auf Linie. Komm, wir holen was Neues raus. Wir haben einen Wurf, wir holen was Neues rein. Wir haben noch 7 Minuten ungefähr. Neuer Linksverteidiger. Matschek, der hat letztens Glück gebracht. Nazarov hat noch gar kein Tor heute bekommen. Und Fandrich kommt auch mal raus. Dafür kommt er hier rein.
So machen wir das jetzt. Ey. Ich will nicht, dass es jetzt wieder alles umsonst war. Wir haben ein 3-0 so gut aufgeholt. Owusu. Nein, nicht. Jetzt Owusu. Nein, da ist noch ein IV dazwischen. Fuck, 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 fuck. Diawusi und dann Owusu. Beide konnten leider nicht verweilen. Jetzt haben wir schon mal Glück, dass wir den Ball abfangen. Und dann landet er doch noch irgendwie beim Gegner. Wie auch immer. Weghauen. Scheiß drauf. Gibt vielleicht rot. Gelb. Aber Kammerknecht war eine Notbremse. Musste jetzt sein. Sonst wäre es das Gegentor safe. Können nur hoffen, dass sie direkt den Freistoß direkt schießen. Dass ich ihn irgendwie abfangen kann. So, und jetzt auf außen kommen. Auf außen ist jetzt hier Luft. Auf außen ist jetzt hier Luft. Wenn wir den bekommen. Strauß. Sehr gut. Ey, komm. Ja. Maciek, komm. Ist frisch drin und macht direkt eine geile Aktion. Eine wichtige vor allen Dingen. Ja, und Strauß. Ey. Und der kommt an. Das wollte ich mir jetzt aber nicht erzählen. Das war's mit dem Spiel. Ich könnte so kotzen. Ich könnte so kotzen. Ich könnte so kotzen. Wir haben ein 3-0 zum 3-3 noch aufgeholt. Und dann machen sie noch ein Tor und 4-3 und verloren. Es ist einfach nur so scheiße. Weil es überall klemmt und drückt. Und was für Tore die auch gemacht haben. So zweimal außerhalb vom 16er. Also der eine war knapp im 16er, der andere war ja auf der Linie. Ey, hab so keinen Bock auf diese Pressekonferenz, so dämliche Fragen jetzt kommen. Ja, komm, mach. Mach, Dicky, mach. Mach einfach. Dreierpacks sieht man nur noch selten. Und trotz einer Dreierpacks zu verlieren, ist seltener. Der Kommentar zu leisten von Owusu. Ja, Owusu war halt wirklich großartig. Ich verstehe es nicht, hätte ich auch machen können, aber... Schwere Spiel, Leute. Wir haben ihre Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt. Die Leistung sind akzeptabel, ja, ist so. Ich sage aber, kann nach der Pause nicht mehr ran, warum nicht? Wir waren gut, aber nicht gut genug. Ist so. Ist echt so. Wir waren so gut eigentlich. Nächstes Spiel mit 0 Punkten, also noch weiter absteigen. Wir sind ja schon Platz 18, also wir können nicht noch weiter absteigen. Wir werden es noch vorsimulieren. Bis zum nächsten Spiel. Das wird gegen Kiel sein, wie ich es gesehen habe. Monitor Scouting Update. Transfergebot für... Okay, wurde verkauft. Okay, Transferangebote nehmen wir auch gleich zwei an. Die verkaufen gleich 900k. Behandeln wir auf 1,2 Mio wieder hoch. Wird wahrscheinlich abgelockt. Machen wir auf 1,1 Mio und das ist das Ding auf jeden Fall ein Deal. Neue Transfersumme Vorschlag 1,2 Mio. So. Ja, werden sie halt abschlagen. Ah, doch. Weitergabe. Ja, 1% akzeptieren wir, Diggi. Komm. Weg damit. 1,1 Millionen. Wandeln wir hoch auf 1,3. Da haben wir dann ein bisschen wieder Cash, Jungs. Und dann können wir uns vielleicht auch sowas leisten. Vielleicht in die Richtung Adeyemi? Ich weiß es noch nicht, ob das schon reichen würde. Okay, 1,1. Ja, doch, 1,1 Millionen. Der ist auch so viel wert. Machen wir, komm, scheiß drauf. Mach. Okay, aber noch weiter runter gehe ich nie. Also. Okay, haben sie nämlich schon gespart. 10k. Die tun mir jetzt nicht so weh, kann man machen. Genau, die beiden neuen haben wir jetzt. Die konnten wir jetzt auch verkaufen. Zielinski wurde ja verkauft. Er ist jetzt bei Werder. Und mal gucken, wie viel Geld denn da ist. Immer noch 0 Punkte, das geht eigentlich gar nicht, ne? Transferangebot.
Ah, zwei sind schon interessiert. Perfekt. Ja, das wird Kiel sein. Oh, die Champions League geht ja auch los. Ui. Gucken, wer die Champions League holt. Ist da die Champions League holt. Wahrscheinlich City hier. Bayern. Okay, es wird ausgelost. Bayern spielt gegen. Okay, wir müssen die Bayern ran. Wird das noch gezeigt oder? Nee. Okay, das nächste Spiel ist gegen Kiel. Die sind Platz 16, das ist auch nicht so krass. Vielleicht können wir da die ersten drei Punkte holen. Und mal gucken, wie es Büromatch aus, wie viel Transferbudget wir haben. Wir haben gerade ein Budget von 3 Millionen und es kommt ja noch einiges dazu. Und dann kommen wir entweder Moukoko oder einen Adeyemi, so in die Richtung. Ich hoffe, es reicht einfach. Das dann im nächsten Spiel gegen Kiel im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann noch rein. Aber nicht in sich, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell tippetippetapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey! Fülle, Fülle, das wie dann ja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.